zurück zu einer neuen Folge von dem neuen Landwirtschaftssimulator 2019. So, heute wo jetzt wirklich der letzte Part, 5 Parts in Vorproduktion am ersten Tag. Wir wollen heute mal probieren, ob wir das hinbekommen. Erstmal mal gucken, dass wir 2 Missionen gleichzeitig machen können. Wenn nämlich sobald mal wir kommen, wir nehmen gleich an. Wir werden nämlich hier noch den nächsten Ernteauftrag aufnehmen. So ja, Bohnen- und Bahnstation Mühle. Und ich werde natürlich die Miete hier wieder mal benutzen. Was? Deine Farm hat bis. Es geht also nicht. Okay. Also man kann nicht unendlich Geld so generieren, auf Deutsch gesagt. Geht also nicht. Ist auch vielleicht gut so. Ist jetzt eben bloß schade, dass wir jetzt nichts machen können. Wir können natürlich noch was gucken, dann kaufen. Aber was mir fehlt, sind die Kettensägen. Beziehungsweise Tierhaltung mit Hundehütte 2500. Ja, der Hund macht aber auch nichts. Genau, dann werden wir auch gleich mal noch ranfahren mit unserem Fahrzeug und werden mal gucken, wie teuer sind die Tiere, also die Hunde oder sowas. Weil die Pferde, glaube ich, wesentlich 6000. Ob man was Bestimmtes machen kann, glaube ich, bis zum jetzigen Punkt eher nicht. Ob da noch was kommt, weiß ich nicht. Wie gesagt, wir werden hier ein bisschen in Vorproduktion aufnehmen, da ich am Wochenende Besuch bekomme, Samstag, Sonntag, also von Samstagnachmittag bis Sonntag. Bis dahin muss ich meine Wohnung komplett in Schuss haben. Das bedeutet, ich weiß nicht, das ist ja schon wieder vorbei. Wir müssten Montag, glaube ich, haben jetzt. Müsste, glaube ich, Montag sein. Und das Handy nicht mehr zu liegen zu haben, das ist richtig nervös, weil ich denke jedes Mal, dass mein Handy blinkert, aber in Wirklichkeit blinkert das nicht. So, hier sehen wir, wo die Massen eigentlich drauf kommen oder wie sie rumkommen ungefähr. Also ganz kapiere ich das beim Fahrzeug immer noch nicht, auch wenn ich das schon mal mir genauer angeguckt habe. So. Oh. Oh, jetzt merkt man schon, wie er kämpft langsam. Wie weit sind wir hier? Wir sind hier bei 41%. Also weil das erstmal voll ist natürlich, fahre ich weg. Ist er dann gleich. Genau, wir wollten was gucken. Wir werden in dem Fahrzeug immer bleiben, um zu gucken, wo der ist. Hallen könnten wir uns noch kaufen. Wir können uns Easy Shields gibt es zu kaufen für 9000. Kann man machen? Muss man aber nicht. Farmhaus haben wir gekauft. Dekoration an sich, naja, diverses haben wir ja eigentlich schon geguckt gehabt. Gibt's aus irgendeinem Grund keine Bienen oder so? Genau, wir wollten zu den Hunden mal gucken, ob die gibt. Hühnerstall, klein, groß, Kuhweide, groß, klein, Pferdestall, groß, klein, Schweinestall, groß, klein, Schafweide, groß und klein. Also müssen wir natürlich auch gucken. Kühe ist so das teuerste. Also Schafe ist wieder das günstigste. Was die vielleicht gebrauchen, weiß ich ja noch nicht. Können wir ja hier gucken. Du hast noch keine Stelle oder Tiere. Also das sehe. Ah genau, wir können hier hinten mal gucken. Feldfrüchte. Ernten. Gras, Heu. Genau, Ölrettich, das könnte man untergraben. Wenn wir das gepflanzt haben, Stroh, Häcksel, gut, Silage, das wissen wir ja selber. Felder kaufen, generell ist Tiere. Also Transport sehen wir ja hier. Wie das funktioniert, Pflege, du musst dann den künftigen Wasser einstreuen mit dem Einstreuer aus. Wenn sie glücklich sind, erhältst du neue Tiere. Dings. Pferde werden trainiert und dann gewinnbringend verkauft. Du kannst bis zu 16 Tiere, Pferde halten, die alle ihren eigenen Namen und Fitnesswert haben. Ach du Scheiße, je höher das Fitness. Aha.
Heu und Tafer. Also würde ich, glaube ich, anfangen mit Pferden. Vermehren sie sich, kann ich dann verkaufen. Fortpflanzung schnell, Missgülle und das ganze Futter. Totalmischration, das ist klar, langsam Weiterentwicklung. Und wo sind die? Hier, Schafe. Heu und Dings, schön, Schafe, der ganze zur Spinnerei bringen. Hühner fressen Weizen, Eierpaletten tauchen, nehmen Dings auf, manuell bewegen, auf dem Laster verkaufen sie einfach drauf. Okay. Baumfell, genau hier, die Säge fehlt mir. Das wollte ich auch noch gucken. Hackschnitzel, Neupflanzen, naja. Ist eine Menge Hackschnitzel. Was? Achso, mit Pappeln. Du kannst Pappeln mit... Okay. Stümpfe entfernen, das ist nichts Neues. Produktionszusammenfassung. Weizen, Gerste, Raps, Mais, Sonnenblumen, Soja, Hafer. Okay, Hafer ist das letzte. Okay. Baumwolle mit speziell, das ist mir klar. Gras und Heu, okay. Stroh und Texelgut, die Zeichen sind ein bisschen. Unkraut, Missgülle. Baumstämme. Milchwolle, Milch. Zuckerrohr, generelles. Hier hast du die Erntemaschine. Ach du Scheiße, hier kommt ja noch einiges zu. Kommt ja noch richtig viel. Transport und Lagerung. Bodenbearbeitung, Produkte verkaufen, Preise, was noch, Finanzen, Mission. Geräte, Ausrüstung, jetzt kommen wir langsam, glaube ich, zu den Sachen, Lebensdauer. Verschleißen, verlieren Motorleistung, bringen die Fahrzeuge. Genau, Symbole. Okay, 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 okay. KI-Helfer. Schwaderlei. Okay. Gut, ich sehe, der ist gleich voll, ja. KI-Helfer. Beste Methoden, damit solltest du denn. Soll nicht im Wege stehen, soll nicht so viel Arbeit auf einen fällig tätig, sollten arbeiten, die sich mit Gras befassen auf dem Feldern. Okay. Wettervorsage, okay, Zug, okay. Okay, Mods. Ja, und wo ist Flügen sehen? Hier, nochmal sehen. Also, ach, ich brauche wirklich... Oh, ich brauche wirklich jedes Mal diese Saatgutscheiße. Ach, ist das mies. Also mit dem Hund können wir schon mal nichts anfangen. Der ist nur Deko, das weiß ich schon seit langem. Das ist denn nur als Deko da. Ist das die Pferde aber jetzt da sind zum Trainieren und Geld? Somit zum Geld generieren? Das ist mir komplett neu. Also ich habe bei der Gamescom habe ich auch nie jede Sekunde bei dem Landwirtschaftssimulator Stand gestanden. Das ist natürlich klar, wenn man die Videos geguckt hat. Dann werde ich wohl jetzt Hafer als nächstes anpflanzen. Da werden wir uns zwei Pferdchen holen. Und uns vielleicht um die kümmern. Gut, die werden auch noch Wasser und sowas brauchen. Ja, ist klar. So. Voll. Wie viel Prozent haben wir jetzt? Wir haben 50%. Es ist bloß die Frage. Helfer, bleib mal stehen. Bleib mal stehen, hier Helfer. Nicht, dass ich jetzt... fertig werde, wenn ich das abschaffe, wegschaffe.
Wie sollen wir den Sommer jetzt Getreidemühle? Das heißt, okay. Das werden wir, glaube ich, irgendwie hinkriegen. So. Bin auch mal auf den Multiplayer gespannt. Wir werden noch Server natürlich holen. Ganz gerade fährt aber auch nicht. Also ich mache hier nichts, der klitscht, er hat zur Seite klitschen, das ist ja nicht. Als ob der noch eine Weile nachlenkt, ohne dass ich lenke. Kommt mir was vor. Ja, guck mal. Ich lenke. Und jetzt macht er, hat er selber nochmal gelenkt. Ja, schon wieder. Ist komisch, ist nervig. Kommen wir damit klar. Das Spiel ist gerade raus. Probleme mit dem Spiel kann immer wieder geben. Mit Spielen, die gerade rausgekommen sind, können natürlich auch gleich Updates kommen. Man weiß es ja. Deswegen, vielleicht ist ja jetzt schon wieder was passiert. Wer weiß. Nur ihr wisst es, weil ihr in der Zukunft seid. So, dann sehen wir zum ersten Mal außer dem Hafen jetzt eine Abladestelle. Hier hoch jetzt. Okay, hier geht es nochmal in die Berge anscheinend. Da gehen oben sogar noch die Stäbe weg. %59 wurden transportiert. Also muss ich doch fertig machen. Also das Feld ist wirklich fertig zu werden. Naja, okay, gut. Müssen wir da schon mal Bescheid. Ich möchte das Feld am besten noch fertig bekommen. Mich würde mal interessieren, Rolli spielt das ja. Enderman hat sich das Ergebnis auch gekauft. Was die für Startfahrzeuge genommen haben, beziehungsweise wie sie angefangen haben. Enderman kann ich mir vorstellen, der hat das einfache genommen. Rolli würde ich sogar zutrauen, das schwere zu probieren. Ich bin bloß bei Multiplayer gespannt, wie es da eigentlich läuft. Im Sinne jetzt Schwierigkeit auswählen. Das wird man bestimmt auf der Serverseite irgendwie ausprobieren können. Eigentlich abbiegende Hauptstraße, muss man nicht blinken. Machen wir mal trotzdem. Sieht vielleicht schön aus. So, wir haben es jetzt für mich 5:30. Und ist immer noch nicht. Ist das der Windmesser? Ach nee, ist die Uhrzeit. Ich wollte gerade sagen. Ich weiß noch, 2015 hat man so ein Tablet gehabt. Wo man auch die Wetterdaten ablesen konnte. Wo ich gedacht habe, das sind 17er drin. Nein, wir waren beim 15er. Ich überlege auch, ob ich den 17er eigentlich jetzt wieder runterschütze, weil brauchen tut man den eigentlich nicht. Wo es eigentlich schade ist, den zu löschen. Ja, der ist doch hier schon ziemlich. Ich finde das Haus ziemlich gut. Sieht gut aus. Also gut platziert. Bin ich zufrieden, ja. So, jetzt werden wir hier wieder auf unser Feld. Also nicht auf unser. Auf das Fremdfirma. Unser Felswechsler an so einem. Genau, wir wollten die Tiere uns noch angucken. Haben wir das noch diesen Part? Ja, fahren wir rüber, geht alles gut. Hier. Bodenbeschaffenheit. Benötigt Kalk. Ich glaube, das ist auch neu, oder? Wachstum. Wir sind in der Erststufe. Cool, wir wollten jetzt einmal leer machen, beziehungsweise es war in meinem Kopf, dass ich immer leer mache. Und wenn wir noch zweimal lernen müssen, dann
werden wir hier fertig. Guck mal, jetzt halten die dort oben. Warum halten die jetzt so da an? Rechnet wirklich der Computer die KI jetzt so, dass die dem beim Wenden nicht im Wege stört, im Wege ist? Das wäre richtig genius. Andere Frage, werden die Reifen zerstört? Die Reifen zerstört, die Früchte? Guck mal, der fährt nicht weiter. Nee, also hier werden die Früchte nicht zerstört. Ah, jetzt geht's weiter bei denen, okay. Jetzt hat die KI gemerkt, hallo, da ist der frei, wir können doch mal fahren. Ja, das wollen wir mal, wie gesagt, schnell hier befüllen. Darauf hätte ich jetzt noch achten müssen. Aber wenn ich jetzt anhalte, Band ist leer. Aber wird wirklich erst befüllt, wenn die ersten paar Früchte reinfallen. Ich glaube, das war beim alten auch noch nicht so. Ja, wieder 200 Lohnzahlung. Also einer ist ja schon teuer. So, halt mal hier an. Wir wechseln auf unseren Mahidra. Mahidra. Und fahren jetzt mal zu den Tierhändlern. Jetzt hier runter? Fahren wir hier lang. Ich weiß nicht, ist das richtig? Oh, vier Händler, genau. Eigentlich dann geradeaus nur noch. Genau, ich möchte noch gucken, wie das dann mit dem Fell, mit dem Fuß ist. Lass dich verblinken. Ja. Tiermini öffnen. So, Schwein. 1500, das ist doch eigentlich billig. Ja, ich habe keine Weide. Ja, okay. Ja, komm. Kann man. Oh, das geht so, okay. Schade, das finde ich geil, dass man auch die Farbe auswählen kann. Kuh, schwarz-weiß, Brahma. Das sind die, ich bild meinen, die Kühe, die es in USA gibt. Hier haben wir natürlich jetzt die Fimmel. Schimmel, Schecke, Isabel, Fuchs, Brauner. Und Rappe. Schwalbe. Aber wo gibt es Hündchen? Wo gibt es den Hund? Oder ist der Hund dann wirklich nur das Häuschen da? Und irgendwie können wir auch hier abladen. Sägewerksspinnerei. Scheune? Hafen, Hafen, Getreide, Getreide. Oh, ich wurde gerade von innen und bin gefragt. Ja, man muss unbedingt einen Server mieten. Das ist, man hat hier keine eigenen Server. Aber Leute, ich glaube mal, das reicht jetzt für den nächsten Part. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, nur wenn ich da noch und schreibt in die Kommentare. Im nächsten Part werden wir so weit sein, dass die Dinge auch hier anscheinend kollisionsfrei sind.
dass das Feld da drüben fertig ist, so dass wir uns auf andere Dinge noch nebenbei spezialisieren können. Können wir vielleicht auch noch einen zweiten. Geht das jetzt auch kaputt, das will ich sehen. Nö, nee, hier geht's nicht kaputt. Das war doch tüchtig. Das war natürlich klar. Wir können jetzt einparken, das müssen wir bestimmt ziemlich gut können. War gar nicht mal so schlecht. Und hier können zwei Autos sogar rein. Wahrscheinlich nicht, aber das war zu nah, das war an der Werkbank. So, passt. Einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt der Menzi. Ciao, ciao.